Servus! Wollt ihr zusammen mit mir den großen Beutel hier auspacken? Dann bleibt dran! Ja, und damit ein herzliches Hallo hier zur Ausgabe 23 vom Millennium Falken. Und ja, wie ihr schon seht, ist hier wieder eins dieser Plastikschalenteile dabei. Falls man es sieht, ne? Also ist auf jeden Fall ordentlich dick bepackt, die Tüte. Und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Kostet euch ja nichts extra. Und ja, wir machen gleich mal die Tüte auf hier und schauen mal, was drin ist. Also, hier haben wir schon, wie das oder letzte Woche gesehen in der Vorschau, ist hier dieses Halbschalenteil für die oder quasi als Rundverlängerung für das zweite Stück Röhre. Dann hier wieder so ein Plastikteil, ne, so eine Rahmenschale hier zum Auflegen. Dann sind jetzt hier zwei Rahmenteile, einmal die BF26 und die BF27. Und dann ist hier wieder so ein langer Verbinder drin. Im selben Zuge sind hier wieder, wie viel sind das? Vier gelbe Schrauben, dann ist eine Viererplatte drin und eine Zweierplatte. Dann ist jetzt hier nochmal ein Schrauben mit ganz vielen, ein Beutel mit ganz vielen schwarzen Schrauben drin. Ein so Plastik, so ein rundes Teil, wahrscheinlich wieder für die Röhre sein. Und hier ist nochmal ein Beutel mit zwei Moosgummis mit Klebeseite dran. So, das war's zu den Teilen. Kommen wir jetzt noch zum Heft. Ausgabe 23, heute wieder mit Inhaltsverzeichnis. Und dann kriegen wir heute gezeigt ein imperiales Großkampfschiff, nämlich ein Sternzerstörer im Einsatz. Ne, den hatten wir ja, glaube ich, in einem der letzten Hefte war ja schon mal so einer drin. Und genau, hier kriegen wir wieder ein paar Szenen gezeigt. Auch hier wieder mit dem hinter den Kulissen, dieses Modell für den Film. Das ist jetzt hier, die Figur stellt einen Decksoffizier dar. Planetenkunde geht es heute auf das auf den Massassi-Tempel auf Yavin Teil 4 oder Yavin 4. Gibt es da vier Planeten, die Yavin heißen? Oder ist das nur dieser Sternkreis, Standort Yavin 4? Ich weiß nicht, schreibt es unten rein, wenn ihr es wisst. Dann geht es weiter hier mit Geheimnissen der Raumfahrt, nämlich mit der mit den Lebenserhaltungssystemen. Die bekommen wir auch hier wieder auf dem Falken gezeigt. Und dann geht es schon los ja mit der Bauphase. Heute kann die Röhre weiter gebaut werden mit den Teilen, die noch übrig geblieben sind in der letzten Folge. Und ja, dann können wir natürlich hier noch die obere Hälfte drauf machen und diesen einen Ring, den ich eben noch in die Finger hatte. Zu guter Letzt noch die Vorschau aufs nächste Heft. Da ist wieder eine Rumpfplatte dabei und zwei Rahmenteile, so ein Langverbinder. Jede Menge Schrauben und Kleinkruscht.
Also fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir tun gleich erstmal die Schrauben einsortieren, dass die mal vom Tisch verschwinden. Und jetzt habe ich gerade gesehen, dass diese Moosgummis nachher auf diese durchsichtigen Plastikteile draufkommen. Sozusagen als Rutschsicherung nennt sich das Ganze. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich die Schrauben hier richtig zuordne. Genau, das kommt alles da rein. Dann haben wir hier schwarze Schrauben. So, da sind die gleich erstmal aufgeräumt. Plastik fliegt gleich erstmal weg. Dann habe ich hier noch ein Rahmenteil, das gehört zur 22. Fliegt in die Kiste, bis wir es brauchen. So, Ofi räumt, wa? Also. Ab geht's mit dem, was wir eigentlich heute vorhaben. Zwar brauchen wir da wieder die oder den Gussast aus der letzten Folge. Und genau, legen uns die Teile gleich erstmal so hin, wie es richtig rum ist. Dann war so hier die 1, das ist dann die 4. Und das hier ist die Nummer 3. So, Guss auch weg. Tun wir die Kleierstamm mal wieder in Kroaten. So, 1, 2, 3, 4. Dann braucht man jetzt das Gerät hier. Einmal noch, nee, erstmal das hier. Und kleben die gleich erstmal hier fest. Und dann werde ich gleich eben, nachdem ich die hier festgeklebt habe, die Farbe drüber ballern. Sonst kommen wir da nachher nicht mehr dran. Also Nummer 1. Dann die 2. Und 4. So, die lassen wir eben trocknen. Dann kommt jetzt gleich noch die Farbe dran. Und dann sehen wir uns wieder. So, Farbe ist dran. Genau, jetzt können wir nämlich mal gucken, wie rum diese Bogenteile nämlich reinkommen. Und zwar stecke ich da jetzt einfach mal eins zur Probe rein. Und halte das hier mal drüber. Und dann sieht man nämlich, dass ich gerade das richtig rum reingesteckt habe, dass nämlich der Schnuffi nämlich da oben reingreift. Also hier dieser, ich
Ich nehme es mal runter. Diese Nase da. Heißt also, wir müssen jetzt alle drei Bögen genau so einkleben, wie der jetzt hier ist. Heißt also, ich nehme den nochmal raus. Klebstoff dran. Und dann wieder rein mit dem Kollegen. Na? Jetzt muss man natürlich alle Bögen genau gleich da einstecken. Und als nächsten Schritt gleich hier Klebstoff auf die komplette Linie drauf, weil wir ja jetzt die zweite Schale ankleben. Also auch hier an die Rückseitenteile von diesen Polstern. Und genau, dann einfach nur das hier wieder draufsetzen. Gucken, dass die Bogenteile alle einschnappen. So. Dann machen wir hier oben noch Kleber rein an diese senkrechte Wand, dass die auch verbindet. Und hier muss natürlich noch was in die Löcher rein. Und zack. Für das Ende kommt zur Sicherung dieser Ring hier oben drauf. Also der wird einfach nur aufgeschoben. So, und dann kannst du hier hinten schon nicht mehr wegspringen, ne? Und das noch hier vorne halten. Und genau, dann können wir jetzt probehalber, was wir sonst noch nicht verschrauben, können wir hier diese Verbindung schon mal testen, wie sie zusammenpasst. Und das sieht schon ganz solide aus. Festschrauben tun wir die aber wie gesagt noch nicht. Na? Ich zeige euch das jetzt nur mal. Also so würde das Rohrzugangssystem hier dann aussehen. Na? Sieht schon ganz cool aus. Ja, und damit auch heute schon wieder fertig. Viel gab es nicht zu tun, außer ein paar Teile zusammenkleben. Aber das sieht schon ganz solide aus hier, ne? Wie gesagt, ich habe es noch dran gelassen, dass das hier der Trockner oder der Kleber in Ruhe trocknen kann. Sieht auf jeden Fall schon hammergeil aus. Auch dieser Übergang da mit dem Steig, ne? Richtig sauber, als wäre es alles ein Teil.
Richtig schick. Freue ich mich auf mehr. Ich hoffe, ihr auch und schaltet zur nächsten Folge wieder rein, wenn es hier weitergeht mit Bau der Millennium Falcon von Star Wars. Also, macht's gut in dem Sinne. Ciao, ciao. Also, Sebastian von der Formel, haut rein.